Deutschland. Die meisten Menschen verbinden mit diesem Wort die Heimat des Fußballs, des leckeren Bieres und der schönen Autos. Aber für manche ist es auch das Gastland während des Studiums. Wie zum Beispiel für fast 1000 Studierende an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus. Mit ca. 16% kann die BTU deutschlandweit den höchsten Ausländeranteil vorweisen. Man kann auf dem Campus der BTU Studenten aus allen möglichen Ländern treffen, denn immerhin 90 verschiedene Nationen studieren hier. So ist die Globalisierung heutzutage. Da die meisten Ausländer eine andere Muttersprache als Deutsch haben, müssen sie ihre deutschen Sprachkenntnisse nachweisen, um an einer deutschen Universität auf Deutsch zu studieren. Die Prüfung müssen auch die Studienbewerber deutscher Staatsangehörigkeit ablegen, die keinen deutschsprachigen Bildungsabschluss vorzuweisen haben. Also alle Studenten, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, bzw. keinen anderen Sprachbeweis, wie zum Beispiel ein deutsches Abitur. Am häufigsten legen die Studenten die deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ab, die sogenannte DSH. Da nicht jeder die Prüfung bereits im Heimatland gemacht hat oder mancher lediglich über Grundkenntnisse der Sprache verfügt, gibt es an der Uni spezielle kostenlose DSH-Kurse. Mit ihrer Hilfe kann man sich ein Jahr lang auf die Prüfung vorbereiten, um sie anschließend an der Uni zu absolvieren. Also wenn sich ein Ausländer für den DSH-Kurs bewirbt, braucht er vor allem zwei Dinge. Er muss zum Studium zugelassen sein, das heißt, der erste Schritt ist die Bewerbung zum Studium. Und er muss als Teil der Bewerbung ein B1-Zeugnis mitbringen. Damit wird er in den DSH-Kurs, der im Wintersemester beginnt, immatrikuliert. Da die DSH-Bewerber verschiedene Sprachniveaus haben, gibt es vor dem Beginn der Sprachkurse einen Sprachtest, wonach die Studenten in verschiedene Gruppen aufgeteilt werden. In den kleineren Gruppen erhalten die Studenten nicht nur mehr Aufmerksamkeit vom Lehrer, sondern verbessern auch schneller ihr eigenes Sprachniveau, da sich alle Kursteilnehmer auf einem ähnlichen Sprachlevel befinden. Im Kurs lernt und verbessert man außer der Grammatik auch die Aussprache, das Verstehen beim Hören und die sogenannte Textproduktion, bei der man einen Text über ein bestimmtes Thema nach den Struktur- und Grammatikregeln schreiben muss. Die Texte zum Lesen und Hören sowie die Themen für die Textproduktion stammen meistens aus wissenschaftlichen Bereichen. So können sich die Sprachkursteilnehmer thematisch besser auf das Studium vorbereiten. Im Kurs lernt man auch die deutsche Kultur kennen, da viele Studenten erst ein paar Monate oder sogar Wochen in Deutschland sind. Man spricht gemeinsam über deutsche Traditionen, Gesetze, Feiertage oder auch über Religion und Essen. Die Ausländer teilen auch gerne Informationen über Traditionen oder Besonderheiten aus dem eigenen Land. Ich bin hier seit einem Jahr und mein Studium war auf Englisch, also ich habe kein Deutsch gelernt seit einem Jahr, aber jetzt kann ich mehr sprechen. Also ich möchte gern später in Deutschland, in Berlin arbeiten. Ich weiß, dass es viele Leute das möchten auch, aber man wird sehen. Jetzt bin ich in Deutschland, ich möchte hier bleiben, also ich lerne Deutsch. Ich habe Deutsch einfach interessant gefunden. Ich mag gerne Fremdsprache. Und mein zweite Fremdsprache war Deutsch. Nach dem Abitur, ich habe mein Abitur seit 2 Jahren bestanden, und nach dem Abitur wollte ich nach Deutschland fliegen, um mit dem Studium anzufangen, nicht weiterzumachen. Und um hier zu studieren, braucht man natürlich Deutsch. Um sich mit den anderen Leuten zu unterhalten, braucht man Deutsch. Ich hätte einfach weniger Möglichkeiten, mich mit Leuten auf Deutsch zu unterhalten. Und hier ist es besser für mich, das ist meine Meinung. Und ich verbessere mich auch Schritt für Schritt. Das stelle ich einfach fest. Männlich besonders. Mit dem DSH-Zeugnis dürfen die ausländischen Studenten je nach Note bestimmte Studiengänge belegen. Für die meisten Fächer reicht DSH 2, also über 66% korrekte Antworten in der Prüfung.
aber zum Beispiel für Medizin oder Jura braucht man die höchste Stufe, DSH3. Dieses entspricht über 81%. Und was ist, wenn man die Prüfung nicht besteht? Und in der Prüfungsordnung steht, dass man in der Regel die Prüfung einmal wiederholen darf. Wenn man die Prüfung beim zweiten Mal nicht besteht, ist die Regel Tschüss Cottbus. Da sind alle Chancen ausgespielt. Wenn man die Prüfung beim ersten Mal nicht besteht, kann man sie nach einem Jahr wiederholen. Das heißt, man kann mit dem Studium beginnen, besucht neben dem Studium obligatorisch einen Deutschkurs, 6 Stunden in der Woche, und meldet sich nach einem Jahr wieder zur DSH an. Hat man dann DSH 2, kein Problem. Deutsch ist keine leichte Sprache, deswegen brauchen viele Studenten eine Extrahilfe. Für die, die Extrahilfe bei der Vorbereitung zur DSH-Prüfung bzw. zur Wiederholungsprüfung brauchen, gibt es ein DSH-Tutorium. Wir machen die Tutorien einmal wöchentlich und darin reden wir mit den Studenten meistens. Also wir machen kaum was Schriftliches, sondern versuchen die Sprache zu fördern, indem wir reden. Und wir veranstalten Exkursionen, so wie vielleicht Essabende. Also wir machen interkulturelle Abende, bei denen irgendwie jeder mal was kochen darf. Und bei denen wir uns unterhalten ganz viel. Und die Unterhaltung ist unsere Aufgabe im Prinzip. Wir wollen die DSH-Studenten integrieren in die deutsche Kultur ein bisschen, in das System der Universität, wollen ihnen zeigen, wie das funktioniert hier bei uns und wie hier studiert wird. Und im Prinzip, dass sie am Ende fließend alle sprechen. Das sind unsere Ziele. Und wenn das gewünschte DSH-Zeugnis endlich erreicht ist, geht es endlich mit dem Studium für die Ausländer los.